Hallo und herzlich willkommen bei OE24TV, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Bei mir zu Gast heute im großen Interview ist eine junge, attraktive Dame, die, ich glaube, man kann sagen, durch die Hölle gegangen ist. Ja. Sie hat etwas erlebt, was man nicht mal dem schlimmsten Feind wünscht. Sie arbeitet als oder hat als Domina gearbeitet und da ist etwas passiert, was nicht passieren sollte. Ein Todesfall. Und darüber möchte ich heute mit Pamela Fuchs sprechen. Und danke, dass du dir nochmals die Zeit genommen hast, zu uns zu kommen. Und ich nehme an, du hast schon eine Latte an Interviews absolviert. Wie viele waren es bereits an der Zahl? Sicher 10. Mhm. 10 bis 15 Interviews waren es sicher schon, ja. Es ist wahrscheinlich, kein Problem, es ist wahrscheinlich ein Thema, das ein unglaubliches Echo geschlagen hat. Nicht zuletzt deshalb, weil du diesbezüglich ein Buch auf den Markt gebracht hast, das auch den Titel Todesdomina trägt. Also du schonst dich auch selber nicht, du wählst einen knallharten Titel. Siehst du dich selbst als Todesdomina? Es ist, man braucht es nicht schönreden. Es ist jemand umgekommen, es ist jemand gestorben und ich war eine Domina, von dem her ist der Titel oder das Wort Todesdomina passend. Natürlich sehe ich mich selber, oh ja, kann man schon so sagen, ja. Also es ist auch was, was dir im Nachhinein, kann ich mir gut vorstellen, vielleicht auch Schuldgefühle gemacht hat. Noch immer, ja. Also du beschäftigst dich immer noch mit dem, vielleicht wenn wir für unsere Zuseher, ich nehme an, es wissen sehr viele schon, aber es gibt vielleicht auch noch einige, die noch nicht genau wissen, was vorgefallen ist, wenn du noch einmal erzählst, wie es passiert ist. Also er hat mich kontaktiert über eine Seite, wo ich mein Inserat immer geschalten habe, hat mich das erste Mal kontaktiert am 5. September 2015 und ich habe am Anfang, also ich habe ihm nicht sofort einen Termin gegeben und er ist aber sehr hartnäckig geblieben und hat immer wieder geschrieben, immer wieder nachgefragt. Und wie hat er dich kontaktiert? Ist er schon am Stil der Anfrage erkennbar, wie der Mensch ungefähr ist? Was er möchte, ja, oh ja schon, weil Sklaven sind doch sehr unterwürfig, auch beim Schreiben und er hat auch in diese Richtung geschrieben, ja. Und am Anfang war auch ausgemacht Natursekt, das heißt, ich weiß nicht, ob, ja. Und ja, am 11. September haben wir uns dann das erste Mal getroffen. Also da gibt es auch so richtig schon Schlagworte sozusagen, wie er das formuliert. Wie hat er denn angefragt, wenn ich so genau nachfrage? Er hat angefragt, eben zuerst Natursekt, da hat er sich wahrscheinlich rangetastet, wie weit ich gehe. Und dann ein Tag, zwei Tage später, ich weiß jetzt nicht mehr genau, hat er mich gefragt, ob ich auch Atemreduktion mache bis zur Bewusstlosigkeit. Und hattest du damit Erfahrung? Atemreduktion ja, bis zur Bewusstlosigkeit nein. Aber ich bin auch so offen und ehrlich gewesen, dass ich ihm das gesagt habe, dass ich es so weit nicht gemacht habe, wie ich es mir zutraue. In diesem Job machst du irgendwann immer etwas das erste Mal und bisher ist es immer gut gegangen, deswegen habe ich mir da überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Und ja, ich habe mich dann getroffen mit ihm, das allererste Mal am 11. September. Da bin ich zu ihm ins Hotel beim Hauptbahnhof gefahren. Das war um 12 in der Nacht. Und es hat nicht funktioniert, weil er war so aufgeregt und nervös. Das erste Treffen, er hat mir auch geschrieben dann im Nachhinein, du bist so eine hübsche Frau, ich war so nervös, das erste Mal. Was war das überhaupt für ein Typ? Wie hat der ausgesehen? Wie alt war der? Total attraktiv, groß, stattlich, breite Schultern. Also ein Mann, den ich auch ganz offen und ehrlich daten würde, privat. Wie alt ungefähr? Zwischen 45 und 48 sowas. Okay. Ja. Und ja, dann haben wir uns ausgemacht, dass ich am nächsten Tag wiederkomme. Wir aber kein Wort reden, weil damit nicht die Nervosität wieder aufkommt und das dann wieder nicht klappt. Ich bin nach Hause gefahren, ganz normal. Er hat mir um 4 in der Früh oder 5 in der Früh geschrieben, es lag an dir, weil du so hübsch bist und das erste Mal. Und ich war jetzt knapp 2 Stunden weg, also hat es wirklich an dir gelegen. Also bitte komm morgen unbedingt. Und wir reden nichts. Du weißt eh, wie der Ablauf ist. Wir machen einfach und dann gehst du. So war es auch. Ich bin am nächsten Tag wieder hin, 19 Uhr, rund kurz vor 19 Uhr bin ich angekommen bei ihm. Und ja, wir haben das gemacht. Das Einzige, was dieses Mal anders war, ist,
Er hat sich ein Paketklebeband um den Mund gewickelt. Wahrscheinlich, dass es auch wirklich den gewünschten Effekt herbeiführt. Also wirklich keine Luft kriegt, ja, sozusagen. Genau. Und ja. Wie habt ihr euch das vorher vereinbart? Was hat er da verlangt? Sozusagen, wie soll die Atemreduktion erfolgen? Er hat beim allerersten Treffen haben wir uns vor dem Hotel getroffen. Da gab es einen Raucherplatz vor dem Hotel, so eine Sitzbank. Da haben wir uns hingesetzt und ich habe mir das erklären lassen. Er hat mir erklärt, er hätte das gerne eben Atemreduktion bis zur Bewusstlosigkeit. Und ich habe ihn gefragt, wie kommst du da wieder hinaus? Wie wirst du da wieder wach? Wenn du gehst, nämlich genau, nachher. Genau, wenn ich gehe. Nein, bitte mach dir keine Sorgen. Ich bin Profi darin. Ich mache das sogar alleine, wenn ich alleine bin. Und an dem Abend, wo ich dann gegangen bin und er es alleine gemacht hat und er mir geschrieben hat, hat es mir umso ein sichereres Gefühl gegeben, weil also er mir gerade geschrieben hat. Zwei Stunden weg, jetzt verstehe ich. Genau. Das heißt, er war zwei Stunden bewusstlos. Genau. Und hat es alleine gemacht. Deswegen hatte ich ein sicheres Gefühl, okay, er schafft das alleine auch, dass er wieder aufwacht. Also wird schon nichts passieren. Und da hat er es mir eben erklärt vor dem Hotel. Da habe ich ihm dann auch diesen schrieb, habe ihn gefragt, würdest du mir das unterschreiben? Und er lacht noch so. Das hat man noch keine, also hat mich noch keine gefragt, aber ja, ist überhaupt kein Problem. Und also hat man gut, das dass unterschrieben. Du dich abgesichert hast. Also gebracht, also gesagt ist mir worden von der Polizei damals, dass ich mir damit, das kann ich mal wohin picken. So naja, auf die Art. Aber es zeigt ein Bild einer Professionalität und der Achtsamkeit, des Natürlich. Wissens, dass was passieren kann. Also insofern. Auf jeden Fall hat er mir das dann unterschrieben. Und ja, am zweiten Tag dann, ich bin raufgekommen, wir haben nichts miteinander geredet. Ich habe mich, weil ich nackt dabei gewesen bin, er hat mir schon nackt die Tür aufgemacht. Ich habe meine Sachen ausgezogen, habe sie dorthin gegeben, wo ich dann nicht mehr bei ihm vorbeigehen muss, weil er mich gebeten hat, dass ich bitte nicht ankomme an ihm, dass er vielleicht nicht wieder munter wird und der gewünschte Effekt nicht eingetreten ist. Keine Ahnung warum, ich frage da auch nicht nach, weil solche Herrschaften haben eh schon so ein Problem damit umzugehen. Deswegen kommen sie ja zu einer Domina, sonst würden sie es ja mit der Freundin machen. Deswegen, da fragt man einfach nicht nach. Das ist mein Job, du zahlst mich dafür, ich mache, was du möchtest. Und ich habe meine Sachen im Eingangsbereich aufgehängt. Hab das gemacht. Er hat sich dieses Klebeband um den Mund gewickelt, also um den Mund, Hals, Nackenbereich. Davor hat er noch gesagt Tschüss, weil ich kann dann ja nicht mehr Tschüss sagen. Und ich habe das Schuhband von hinten um den Hals gelegt, so wie er das wollte, und zugezogen. Er hat sich dann in seine Schlinge, weil er hat eine Schlinge auf einer Garderobenstange montiert. So einen Knoten, was man macht, wenn man sich eigentlich erhängen möchte. Die hat er sich eben selber vorher noch um den Hals gelegt, dann hat er sich dort eben hineingelegt. Und gefühlte paar Sekunden, für mich waren es paar Sekunden, war auf einmal weg, hat angefangen zum Zucken. Das Gesicht ist blau geworden, das hat er mir alles vorher gesagt. Also dass wenn man das beim Hotel wird, ist, okay. Genau, meine Augen werden rot. Bitte bekomm keine Panik, mein Gesicht wird blau, ich werde zucken. Und genau das alles ist so passiert, wie er das gesagt hat vorher. Deswegen habe ich eigentlich die ganze Zeit über gedacht, es ist so, wie es sein soll. Er ist nur bewusstlos. Genau. War er ja vielleicht zu dem Zeitpunkt auch noch. Vielleicht, ich weiß es nicht. Hätte ich gewusst, dass das schief geht, hätte ich den da rausgeholt. Oder irgendwas hätte ich gemacht, dass eben nicht so weit kommt, wie es gekommen ist. Also du hast es zugezogen, er ist blau geworden, rote Augen, hat gezuckt und wie hast du dich dabei gefühlt? Ich habe Panik bekommen, schon? Natürlich, ja, klar. Aber ich habe an seine Worte gedacht. Bitte krieg keine Panik. Und was er auch gesagt hat ist, bitte mach oder schau, dass das Hotelzimmer ordentlich zu ist, weil es ist schon mal eine Mail passiert, dass es nicht ordentlich zugemacht wurde und dann alle Einsätze wegen da gestanden sind, also Rettungskräfte, Polizei. Und ja, ich habe natürlich kurz Panik bekommen. Ich bin im ersten Moment mal kurz da gestanden und habe geschaut. Natürlich, das war das erste Mal für mich. Ich habe das Gefühl gehabt, es ist so richtig, wie es gelaufen ist. Hattest du irgendwo den Gedanken, ups, ist da... Nein. Gar nicht? Nein. Also du warst dir sicher? Ja. Und ich war mir auch sicher, dass der mir bald schreibt, dass er wieder munter ist und dass alles super ist und bitte komm morgen wieder.
Mhm. Auf jeden Fall, ich habe mich dann eben angezogen und dieses Gefühl, wie er dort gehangen ist und ich aber da daneben gestanden bin und mich angezogen habe, ist echt schlimm gewesen. Mhm. Und ich habe halt an seine Worte gedacht, bitte krieg keine Panik. Er hat mir auch vorher gesagt, wenn du Panik bekommst, dann lass mir das. Mhm. Ich habe gesagt, nein, ich kann mich schon zusammenreißen, mhm. das wird schon. Natürlich ist neu die Situation naja. Gewesen. Mhm. Ich habe mich einfach zusammengerissen, habe mich angezogen und habe das Hotelzimmer verlassen. Ich bin Polen gegangen mit mhm. meiner Schwester und mit einer Freundin. Und nach einer Stunde und 30 Minuten circa habe ich ihm geschrieben, bitte schreib mir, wenn du munter bist, dass ich mhm. weiß, es ist alles okay. Mhm. Und ich habe mich halt nach der Nachricht gerichtet, die er mir am Vorabend geschrieben hat, so mit dem ungefähr zwei Stunden. Genau. Mhm. Und nach zwei Stunden war es dann, scheiße, ich muss da zurück. Ich habe natürlich ein bisschen heiß gewartet. Und kalt übergelaufen. Es war fürchterlich. Ich habe die ganze Zeit nur darüber geredet. Ich habe keine Ruhe. Was mache ich, wenn da was passiert ist? Ganze Zeit, meine Schwester, ich bin denen schon auf die Nerven gegangen wahrscheinlich, mhm. weil die mich nicht ernst genommen haben. Keiner hat mich ernst genommen. Auch im Hotel hat mich mhm. keiner ernst genommen. Die Polizei wahrscheinlich im ersten Moment auch nicht. Mhm. Ja, um 11 habe ich dann abgebrochen den Abend und habe gesagt, wir müssen dorthin fahren, ich kann nicht mehr. Und das habe ich dann gemacht. Es war 19 Uhr, also 20 Uhr wahrscheinlich, wie du gegangen bist. Ja. Also dann schon 3 Stunden ja, sind vergangen. 3 Stunden. Das war schon. Ja. Und ich bin zum Hotel zurück mit meiner besten Freundin. Als erster bin ich rauf, habe geklopft mhm. und habe gleichzeitig angerufen am Handy bei ihm, um zu hören, ob er noch da ist, ob das Handy läutet mhm. oder ob er vielleicht schon weg ist und sich nicht melden kann, weil die Frau oder mhm. weiß man ja nicht. Und also er war verheiratet? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht, okay. Sicher ist sicher. Privat habt ihr nichts gesprochen? Nein, nein. Und er hat mich auch belogen. Also mhm. er hat mir nicht die Wahrheit gesagt, mit Namen nicht und lauter solche Sachen. Mhm. Deswegen, also bewusst belogen ja, sozusagen? Oh, natürlich. Ja, natürlich. Ja. Okay. Aber das ist normal in dem mhm. Gewerbe. Ja, da okay. bin ich auch gar nicht, mhm. nehme ich nicht persönlich. Mhm. Auf jeden Fall bin ich dann runter zur Rezeption, habe dort gesagt, was vielleicht sein kann. Mhm. Dort ist mir dann gesagt worden, naja, wenn er hinig ist, dann werden wir morgen schon finden. Genau nett. So. Ja. Und auf den Satz hinauf habe ich dann ja, mich entschieden, die Polizei zu rufen. Rüber zur Polizeistation zu gehen, mhm. weil die gleich daneben ist. Mhm. Und ganz offen und ehrlich zu sagen, was da passiert ist. Und was haben die gesagt? Die haben mal geschaut. Ne? Geschaut, ja, genau. Im ersten Moment eben. Ich glaube, mhm. keiner hat mich ernst genommen. Mhm. So wie der Hotelrezeptionist wahrscheinlich. Deswegen eben vielleicht auch diese blöde Meldung, weil er vielleicht gedacht hat, ah, die möchte den Mann erwischen mit mhm. irgendwem. Mhm. Vielleicht sagt es das deswegen, dass ich ihr Ja aufmache. Mhm. Ja, die haben mich im ersten Moment gar nicht ernst genommen, glaube ich. Und ich habe dann gesagt, ich bin eine Domina. Ich habe gerade einen Kunden gehabt. Und der hängt in einem Seil im Hotelzimmer. Bitte öffnen Sie diese Türe. Mhm. Und dann sind 4 Beamte raufgegangen. Ja. Und du warst mit dabei? Nein. Du hast wo ich gewartet? Unten gewartet in der Rezeption. In der Rezeption mit deiner Freundin? Ja, mit meiner Schwester. Mhm, und Schwester. Dann ist der eine Rezeptionist runtergekommen, der aufgemacht hat. Da war noch nichts. Mhm. Und dann ist ein Polizist runter. Und in dem Moment, wo er aussteigt aus dem Aufzug, deutet er mir nur, so, und da bin ich dann zusammengebrochen in der Halle. Mhm. Schreiend, weinend und also auch mit, das war so surreal, das war wie nicht echt. Was sind dir da für Gedanken durch den Kopf geschossen in dem Moment? Dass das nicht wahr sein kann. Mhm. Und wie konnte das passieren? Wieso habe ich das nicht gemerkt? Wieso hat er das zugelassen? Wieso wollte er das? Wieso? Also es sind schon verrückte Fragen, was dich da plagen, aber... Und was ist dann passiert? Dann musstest du wahrscheinlich gleich mit auf die Polizei. Ich bin auf der Polizeistation geblieben, ja. Mhm. Dann ist... Also ich war ja nicht mehr im Hotel, aber ich habe dann nur mitbekommen, Spurensicherung ist gekommen, Kriminalpolizei, weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall andere Polizei, zuständige Polizei. Mhm. Ich habe nicht einmal... was ich auch verstehe, das ist deren Job,
aber ich habe nicht einmal mehr etwas zum Trinken holen dürfen von gegenüber vom Hauptbahnhof. Also ich verstehe es einerseits. Du galtest als Mordverdächtige, ja, oder? Ja. Ganz klassisch. Also die haben mich ganz, ganz hart behandelt dort auf der Polizeistation dann. Mhm. Nicht beim Hauptbahnhof, sondern da haben sie mich dann, ich möchte jetzt nicht sagen wo, haben sie mich dann mitgenommen wohin und dort haben sie dann wirklich mit mir gesprochen, wie wenn ich da mit Absicht gerade jemanden umgebracht habe. Mhm. Und ich habe ihm nur versucht zu erklären, dass das wirklich ein Unfall war. Ich wollte das bei Gott nicht, dass dieser Mensch ums Leben kommt. Meine Mama ist 5 Monate davor gestorben. Ich weiß, wie man sich fühlt, wenn man jemanden verliert. Also das ist ja nicht lustig und sowas würde ich niemals jemanden anderen antun wollen. Mhm. Und 12 Stunden war ich dort. Also bis um 9 also in der Früh. Mit so Verhören, so ja, wie richtig, man sich das ja in wirklich in ja diesen schlechten ja Filmen vorstellt, ja, knallhartes ja Verhör. Mit Untersuchung auf Abwehrspuren und DNA, Fingerabdrücke, so alles, volles Programm. Mhm. Ja, um 8, 9 in der Früh haben sie mich dann gehen lassen, weil der Staatsanwalt gesagt hat, es ist okay, dass ich jetzt nicht eingesperrt werde bis zur Verhandlung. Ja, und die nächsten Wochen waren echt fürchterlich, weil dieses Bild wird nie aus meinem Kopf verschwinden, wie er dort hängt. Aber ich praktisch wie tot, ne? Geträumt, ja. Ich habe geträumt davon mehrere Male. Jetzt geht es langsam wieder, aber es ist nicht schön, wenn du weißt, dass du beteiligt daran bist. Es ist durch deine Hand. Es ist schon schlimm. Es war ja mit diesem entsetzlichen Verhör nicht getan, leider Nein. Gottes. Du hast wahrscheinlich schon die Befürchtung gehabt, ich habe vor 2 Tagen ein Interview mit einem Anwalt gehabt, der hat gesagt, du hast ihn sehr schnell angerufen, ja, auch weil ihr euch schon kanntet und ja, er dich immer unterstützt hat. Es war ja wahrscheinlich schon deine Vermutung im Hinterkopf, wenn die schon so mit mir umgehen, da wird jetzt ein Rattenschwanz ja an Problemen nachkommen. Was ist ja dann passiert alles? Also ein Jahr mal nichts, also ein Jahr. Anfang September haben wir dann, oder Anfang September haben wir dann die Anklageschrift, glaube ich, bekommen. Und wie hieß die? Auf, oder was absichtlich war schwere Körperverletzung mit Todesfolge. Mhm. Der Strafrahmen war 5 bis 10 oder 15 Jahre, ich weiß es nicht. Bedingt oder unbedingt? Ab 5 Jahre gibt es nichts mehr. Mit bedingter Strafe, was mein Anwalt mir gesagt hat. Also ich war mir eigentlich sicher, dass ich ins Gefängnis gehe. Wirklich sicher. Mhm. Und diese Wochen davor, das war eine Katastrophe. Ich habe wieder tot ausgeschaut. Ich habe so viel abgenommen. Ich habe bist du eh schon keinen, so zarte. Ja. Noch schlimmer habe ich ausgeschaut. Habe natürlich immer wieder den Martin angerufen, dass wir das alles durchgehen und weil ich bin so ein emotionaler Mensch, ich muss immer gleich weinen, immer. Und ich habe immer diese Sorge gehabt, dass ich vor der Gerichtsverhandlung, also vor der Richterin, nicht reden kann und dann nur weine und ihr vielleicht auf die Nerven geht damit und dann alles irgendwie verschlechtere damit. Und wir sind das 1000-mal durchgegangen, ich und der Martin, 1000-mal. Nur im Endeffekt habe ich es so erzählt, wie es eigentlich eh war, nichts verschönigt, nichts verschlechtert, also ja, und anscheinend habe ich einfach einen guten Eindruck auf die Richterin gemacht, weil sie auch gesagt hat, dass ich kein völlig gleichgültiger Mensch bin, sonst hätte ich auch nicht so reagiert, wie ich reagiert habe mit dem Nachtatverhalten. Ja, man konnte ja auch überprüfen, dass du angerufen hast, dass ja du geschrieben hast, bitte melde dich. Chatverläufe habe ich alle noch gehabt, Gott sei Dank. Hat es was Positives, dass ich nicht lösche. ja, den habe ich alles zukommen lassen, natürlich alle Nachrichten, alle Anrufe, habe alles offengelegt, habe alles erzählt. Man konnte mit den Kameras im Hotel alles bestätigen, was ich gesagt habe, mit der Zeit, wie lange ich dort war und so weiter. Also mein Nachtatverhalten hat sozusagen ja dich ja zu Recht auch aus dieser misslichen Lage befreit. Absicht. Ja. Deswegen, ja, ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich dort nicht mehr zurückgehe und ruhig schlafen könnte. Na, niemals, niemals. Wenn ich weiß vielleicht, dass da was passiert ist.
Wie lange hat der Prozess dann gedauert schlussendlich? Wie lange bist du da? 2 Stunden. 2 Stunden? Ja. Und das war nur eine Verhandlung, ja. Und damit war dann das Urteil. Ja. Was war dann das Urteil? Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche. 2 Jahre bedingt, na, also ich kann es in meinen Worten sagen. Mhm, gerne. 2 Jahre muss ich ins Gefängnis, wenn ich jetzt in den 3 Jahren noch einmal etwas mir zu Schulden kommen lasse. Okay, was dir ferngelegen ist oder fernliegt. Ich war vorher unbescholten und ich werde auch sicher nie wieder was mit der Polizei zu tun haben. Also man kann spüren, dass dir der Schreck natürlich in den Knochen sitzt. Das ist ein Erlebnis. Ich habe auch sofort aufgehört zum Arbeiten damit, weil ich einfach dieses Risiko nicht mehr eingehen möchte, dass egal bei was, es kann ja bei anderen Serviceleistungen genauso etwas passieren. Deswegen habe ich gesagt, nein, ich lasse das. Mhm. Ich lasse das lieber. Du hast erzählt, Pamela, vieles hat auch dich schon sehr aufgeregt und zerrüttet in deiner Kindheit. Darüber würde ich, wenn du erlaubst, gerne mit dir ein wenig plaudern. Nach einer kurzen Werbepause bleiben Sie dran. Hallo, zurück aus der Werbepause bei OE24TV. Bei mir zu Gast heute im großen Interview Pamela Fuchs. Schon eine Gänsehaut-Story, ungewollterweise Gänsehaut-Story, die du da berichtet hast im ersten Gesprächsteil. Pamela, es ist interessant, du bist so ein ganz ein weicher Mensch, der sich beschreibt als jemand, der viel weint, und dann ergreifst du den Beruf oder den Job einer Domina. Wie passt das zusammen? Wie kommt es überhaupt dazu? Dass ich generell in das Gewerbe gerutscht bin, hat mit meinem Ex-Freund zu tun. Mhm. Den habe ich kennengelernt, da war ich 19, naiv, jung, verliebt, rosa-rote Brille, hat mich so um den Finger gewickelt. Nach 3 Monaten hat er mich vor die Wahl gestellt quasi. Er hat mir wirklich das Ultimatum gestellt, also entweder du machst diesen Job oder ich muss mich trennen von dir. Weil war der aus dem Milieu? Ja. Aha, okay. Jetzt nicht, keine Namen oder sowas, sondern er ist an der Kasse gesessen in einer Piepshow. Mhm. Und ihm hat das halt einfach gefallen, diese Mädels mit seiner Art. Er hat ein gewisses Auftreten, das braucht man nicht abstreiten. Einfach mit seiner Art um den Finger gewickelt, die Mädels dort. Und wie er mich gesehen hat, habe ich gehört von Freunden, hat er natürlich gleich seinen Plan zurechtgelegt. Wo hast du den überhaupt kennengelernt? Bei Freunden in der Wohnung, da haben wir so einen Spielabend gemacht und auf einmal ist er da gestanden, weil über jemanden ist er eingeladen worden und ja, dann haben wir dort den Abend verbracht. Aber hattest du davor irgendwie schon Kontakte zu einer gewissen Szene, im weitesten Umfeld Prostitution? Nein. Oder gar nicht? Gar nichts. Gar nichts. Ich als junges Mädel haben mich die Mädels am Gürtel immer interessiert, aber das war es auch schon. Auch keine Ideen, sowas könnte ich mal machen. Nein, um Himmels Willen. Meine Idee war, mein Plan war immer, ein Friseurgeschäft zu haben. Ja. Auf jeden Fall bin ich eben nach 3 Monaten dann vor die Wahl gestellt worden und ich habe mich dann wirklich dafür entschieden. Freiwillig natürlich, aus Liebe, ja, weil ich ihn nicht verlieren wollte. Und ich muss auch zugeben, ich würde diesen Job nicht machen, wenn mir Geld nicht sehr wichtig wäre. Das sage ich auch ganz offen. Ja, ist auch so. Und aus Liebe zum Geld habe ich diesen Job angefangen. Darf ich dich fragen, wie viel verdient man da eigentlich? Wenn du gut bist und wirklich viel arbeitest und gute Stammgäste hast, von den Mädels habe ich gehört, die haben im Monat schon ihre 30.000, 40.000 Schilling damals verdient. Okay, also Schilling. Also 3.000 Euro am Tag. Am Tag. 3.000 Euro. Am Tag. Ja, das ist natürlich ein reizvolles Angebot. Ja. Brauchen wir nicht reden drüber. Und ich habe damals gesagt, wenn ich es kann, kann ich. Wenn ich es nicht kann, dann gehe ich wieder. Ganz einfach. Und ich habe es gekonnt. Der erste Arbeitstag hinter mir. Ich habe so viel verdient, wie ich normalerweise im Monat verdiene. Und bin dabei geblieben. Durch die ganzen Mädels dort habe ich dann mitbekommen. Das war so eine Piepshow, Entschuldigung, dass ich unterbreche, wo nur Dominas sozusagen. Nein. Ganz normale Mädels ihren Körper anbieten. Okay. Die tanzen im Showkreisel. Da hauen die Männer dann 1 Euro rein, da geht die Rolle hoch. So suchen sie sich das Mädel dann aus und dann geht sie in ein Separé. Okay. Dort machst du dann mit dem Mann aus, was er möchte. Okay. Wenn du es machst, machst du es. Aber du nicht warst schon nur als Domina zu buchen? Oder nein, auch als damals ganz neu quasi im Rotlichtmilieu habe ich ganz normal mit den Männern Sex gehabt für Bezahlung. Okay. Ich verstehe, also du hast
als klassisch in der Prostitution sozusagen. Das, nicht um dich jetzt zu beleidigen, um die Dinge beim Namen zu nennen. Ja. Okay. Du hast also getanzt für die Männer auch, dann wurdest du ausgewählt und klassisch Sex gehabt. Genau. Okay. Mhm. Und da war ein Mädel, die hat eben als Domina gearbeitet, hatte auch ein Domina-Studio früher und ich habe dann immer wieder mitbekommen, zum Beispiel, die hat einen Kunden gehabt und der Kunde wollte unbedingt erniedrigt werden von allen Mädchen im Aufenthaltsraum. Da sind dann alle Mädels aufgereiht gestanden und haben ihm ausgelacht, weil er, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber einen kleinen hat. Und da habe ich dann gecheckt, aha. Und das hat ihn befriedigt. Das hat ihn befriedigt, ja, genau. Und sie hat dann auch zum Beispiel einen Kunden gehabt, den sie gefistet hat oder eine Coca-Cola-Flasche eingeführt hat. Also richtig brutale Sachen hat die gemacht. Und das hat mich neugierig gemacht, weil die viel mehr verdient hat. Und weil weniger, sie wahrscheinlich auch keinen aktiven Geschlechtsverkehr haben musste. Und weniger machen musste. Und ich habe immer wieder dann mit ihr so gesprochen, nachgefragt, weil es mich interessiert hat. Und irgendwann, wenn du neu bist, kommt ein Kunde auf dich zu und möchte einen dominanten Service von der kleinen, neuen, jungen. Und ja, da bin ich dann wirklich ins kalte Wasser gesprungen und habe das dann auch gemacht. Angefangen mit Watschen, auspeitschen leicht, anspucken, erniedrigen. Natürlich. Ist dir das leicht gefallen von Anfang an? Überhaupt nicht, weil ich ja, ich bin das komplette Gegenteil im Privaten als dieses Domina-Ding. Also das sind Welten dazwischen. Und deswegen habe ich mir extrem schwer getan, aber ich habe schnell gecheckt, dass umso besser du wirst, umso mehr kommen die zu dir. Oder umso mehr Spaß ich daran habe, umso mehr freut es die, umso besser wird der Service und umso öfter kommen die. Und das hat sich dann, das ist ein Prozess, das steigert sich dann und dann traust du dich immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und irgendwann machst du noch diese extremen Sachen. Nein, Spaß hat es mir nie gemacht. Weil ich muss schon zugeben, dieses Erniedrigen bei einem Mann, der was dann wie ein kleines Kind vor dir sitzt und winselt, ist ein komisches Gefühl. Aber Spaß, na. Weil ich denke immer, ich würde es eigentlich auch nicht wollen bei mir, dass es jemand macht. Nur die wünschen sich das. Ja, die kommen klar, so zu ihrer Befriedigung. Teil ihrer Perversion. Ja, genau. Ist einfach so. Genau. Ja. Und ja, so habe ich dann einfach gelernt, immer besser zu werden, immer mehr zu machen, mich immer mehr zu trauen. Verbale Erniedrigung am Anfang habe ich überhaupt nicht können. Ich musste immer lachen. Und irgendwann habe ich, na, es geht jetzt auf einmal. Umso älter du wirst, umso, wie soll ich das sagen, umso mehr oder besser kannst du eingehen auf die Wünsche von den Kunden. Dein Anwalt hat auch gesagt, man kann das so trennen, hat er das Gefühl, oder du konntest es so trennen. Du warst halt, du hast ja auch einen quasi, unter einem Künstlernamen, oder wie sagt man? Emily, ja, genau. Emily, geführt, einfach um bewusst eine Person von dir abzutrennen. Geht das wirklich? Ja, das musst du. Wie schafft man das? Ich kann es nicht erklären, wie man das schafft, aber du gehst in das Hotelzimmer oder in die Wohnung und bist die Emily. Du gehst da draußen und du bist wieder die Pamela. Das musst du. Das vermischt sich nie? Bei vielen Mädels schon. Mhm. Und ich glaube aber, dass das Problem dann wird, dass sie zu Drogen greifen, Alkohol greifen, weil sie es nicht getrennt haben. Bei mir ist es auch gewesen als Prostituierte, wo ich geschlafen habe mit den Männern. Ja. Ich habe immer, also bei mir gab es nie Küssen ohne Kondom, das gab es nie. Lecken lassen, das auch nicht. So Sachen, was ich mit meinem Mann zu Hause machen sollte und nicht mit einem fremden Mann. Also ich habe da schon echte meine Intimität genau. ausgegrenzt. Genau. Okay. Also wenn er jetzt verlangt hat, dass er eben mich küsst oder mich befriedigt, oral, habe ich gesagt, nein, weil du bist nicht hier, um mich zu befriedigen, du bist hier, um dich zu befriedigen. Auch wenn es dir Befriedigung bringen würde, ich lasse das nicht zu, weil ich das einfach nicht möchte. Das ist meine
Ja, deshalb konntest du wahrscheinlich die Grenze ziehen, genau, weil du eben nicht alles gemacht hast. Genau. Ja. Und ich bin auch davon überzeugt, dass viele Mädels psychisch darunter leiden, weil sie das nicht trennen. Mhm. Dieses ja, Job sogar und Private. Mhm. Die machen die gleichen Sachen mit dem Mann wie mit dem Kunden. Mhm. Und ich glaube, dass das irgendwann einmal. Ja, genau, ja, irgendwann einmal. Aber nichtsdestotrotz ist es doch irgendwie, ich meine, da kann ich mir vorstellen, dass du doch auch wahrscheinlich Grausliches erlebt. Natürlich. Oder wie ist das? Ich meine, es kommen ja nicht nur die Brad Pitts, ja, leider. Ja. Schön wär's. Es ist schon so, dass du dann. Ich wollte nie jemandem diese Erniedrigung geben, dass ich jetzt sage, du, nein, du bist so grauslich, ich gehe wieder. Mhm. Ich habe dann einfach wirklich, zum Beispiel jetzt, ich war bei dem Messi, der hat wirklich nur den Weg von der Wohnungstür bis ins Schlafzimmer frei gehabt. Ich konnte keine Schuhe ausziehen, ich hatte mein eigenes Handtuch, das habe ich aber sowieso immer mitgehabt, immer meine eigenen Sachen mitgehabt, Duschgel, Handtuch, Spielzeug, Gewand, extra Schuhe dann fürs Bett, habe ich immer mitgehabt. Aber dort konnte ich mir nicht mal die Straßenschuhe ausziehen. Mhm. Und da war es dann wirklich so, dass ich die Nummer eingespeichert habe und immer rangegangen bist. Ja, genau. Also gespeichert habe. Aber wieso bist du nicht gleich wieder gegangen? Weil ich ihm die Erniedrigung nicht geben wollte, okay, als dass eine Nutte sogar Nein sagt. Mhm. Dieses Gefühl muss irrsinnig schlimm sein, wenn du eh schon bezahlst dafür und sogar die Nein sagt. Aber es klingt ja so, als hättest du Mitleid mit diesen Männern gehabt. Mit ihm sicher, ja, ja. Natürlich, weil wem kriegt er denn sonst? Mhm. Ja, man zeichnet dich auch wieder aus, muss man dazu sagen. Ein zweites Mal fahre ich nicht mehr hin. Nur diese Erniedrigung ist natürlich auch nicht angenehm für ihn, dann diese Bloßstellung. Mhm. Sogar eine Nutte sagt Nein. Mhm. Deswegen einmal und nicht noch einmal. Mhm. Und ja. Aber es gibt ja schon sehr viele ungepflegte Männer. Das kann ich mir vorstellen, ja. Also irgendwann hast du dann umgeschwenkt von sozusagen klassischer Prostitution hin nur mehr zur Domina, was wahrscheinlich ungemein angenehmer unter Anführungszeichen war. Aber es ist so, ja. Aber es ist so, ja. Wie lange hast du das gemacht? Wie intensiv hast du das betrieben? Dazwischen als Prostituierte immer wieder. Wenn ein Kunde danach gefragt hat, habe ich es immer wieder gemacht. Mhm. Aber wirklich nur Domina seit dem Tod meiner Mutter. Weil das war der Grund, meine Schwester war damals 16. Meine Mutter hat gewusst, was ich mache. Mhm. Es wurde nie darüber gesprochen. Natürlich will keine Mama für ihre Tochter, dass sie eine Prostituierte hat, ganz klar. Mir das Geld aber schon sehr wichtig war und ich das machen wollte. Musstest du dieses Geld auch nehmen, um deine Eltern oder deine Mutter zu unterstützen oder deine Schwester? Ich habe heimlich Geld zugesteckt. Mhm. Sie hat es nicht freiwillig genommen. Mhm. Also ich habe dann wirklich meinen Geschwistern ab und zu mal irgendwo was hingesteckt. Mhm. Und das habe ich schon gemacht, weil sie wollte kein Geld von mir nehmen, weil es wahrscheinlich für sie kein, wie soll ich sagen, es war für sie sicher schmutziges Geld einfach. Mhm. Und wie meine Mama eben gestorben ist, war sie 16 und ich war für sie der Ersatz. Klar. Das ist ganz klar. Ich bin die Älteste, ich habe das übernommen und ich war der Meinung, dass sie alt genug ist, dass sie versteht, was ich gemacht habe und dass jetzt einfach Geldnot ist und dass ich das wieder machen werde. Mhm. Total dagegen gesträubt natürlich. Sie möchte das nicht und welche Schwester möchte das für ihre ältere Schwester? Das ist so, ganz klar verstehe ich. Mhm. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, wir machen es anders. Ich mache das, nur das, ohne Sex und das war's. Für eine Zeit, bis wir wieder auf die Beine kommen. Mhm. Weil Begräbniskosten waren immens, die ich alleine getragen habe. Was hast du zwischen den Phasen, wo du nicht gearbeitet hast, gemacht? Immer wieder, quasi? Also ich habe auch immer wieder Pausen zum Beispiel gemacht. Also von diesen 10 Jahren habe ich vielleicht 6 Jahre wirklich gearbeitet am Stück. Also nicht auf einmal, sondern immer aufgeteilt. Immer aufgeteilt. Genau. Und dazwischen hast du Arbeitslose bekommen oder Jobs gemacht? Nein. Ein, zweimal habe ich schon noch gearbeitet als Nageldesignerin, habe auch eine Ausbildung dazu gemacht, aber sonst immer vom Ersparten. Ja. Okay. Ich habe auch immer wieder Stammgäste so behalten, wenn ich aufgehört habe. Da hatte ich dann einen Stammgast, der einmal in der Woche gekommen ist. So habe ich mich über die Runden gehalten. Ja. Aber da habe ich dann, nach dem Tod meiner Mutter, habe ich gesagt, na, dann mache ich das, nur das,
weil es ist mehr Geld, es ist weniger zu machen. Und das habe ich dann eben 5 Monate gemacht. Bis zu ihrem Vorfall. Man weiß ja eigentlich nicht, wie ist die Identität von diesem Mann, oder? Hat sich da irgendjemand gemeldet im Nachhinein? Hat der Angehörige gehabt? Hast du die kennengelernt? Von der Familie von deinem Opfer? Ja. Nein, von der Familie hat sich niemand gemeldet, bei mir nein. Ich habe mich öffentlich 3 oder 4 Mal schon entschuldigt, weil es mir wirklich schrecklich leid tut. Aber ich habe nur in der Anklageschrift den Namen gesehen. Alles andere war gelogen, was er mir erzählt hat. Alles andere war einfach frei erfunden, weil er eben vielleicht nicht wollte, dass... Aber konnte man oder dein Anwalt Kontakt herstellen zur Familie? Waren die beim Prozess? Also zu erkennen gegeben hat sich niemand. Ich glaube aber nicht. Also was ich gelesen habe oder gehört habe, dass die Polizei eben hingefahren ist zu dieser Adresse, wo er gemeldet war, und die Mutter aufgemacht hat. Also da war keine Ehefrau, niemand, keine Kinder, die Mutter. Der war alleine mit der Mutter sozusagen, wahrscheinlich. Pamela, traurig. Ja, traurig, ja. Ja, das stimmt. Pamela, danke auch für diese tolle zweite Gesprächsrunde. Wir machen wieder eine kurze Werbepause und dann geht es gleich weiter mit einem spannenden dritten Teil. Bis gleich. Hallo zurück aus der Werbepause, zurück mit Pamela Fuchs hier im Studio bei OE24TV. Danke für deine ehrlichen und offenen Worte. Fällt es dir leicht, darüber zu reden, offen zu sein, auch über deine Vergangenheit als Prostituierte? Oder ist das was, wo du sagst, ja, that's it, das bin ich? Am Anfang ist es mir schwerer gefallen. Und umso öfter ich darüber rede, umso leichter fällt es mir. Und ich glaube, dass das auch eine Art Therapie für mich ist. Umso öfter ich darüber rede, umso besser geht es mir da drinnen. Wie sind die Medien damit umgegangen? Ich meine, auf der einen Seite war es natürlich ein Wahnsinnsecho, aber da gibt es ja in der heutigen Zeit soziale Netzwerke. Ist dir da, wie sind dir die Leute begegnet? Es gibt immer wieder welche, die was mich als Mörderin hinstellen und dass ich eingesperrt gehöre. Aber ich weiß, wie es wirklich war. Wenn ich eine Mörderin wäre, wäre ich jetzt im Gefängnis. Ja. Deswegen... ja, ich kann es nicht ändern. Jeder hat seine Meinung. Von dem her, ich gehe einfach offen damit um, mache das Beste daraus. Jeder soll denken, was er möchte. Und das kannst du irgendwie fernhalten von dir, es kränkt dich auch nicht. Das ist gut. Also ein Teil der Therapie, unter Anführungszeichen, liegt ja wahrscheinlich auch in deinem Buch. Stichwort Therapie, hast du jemals einfach eine Unterstützung bekommen, auch von therapeutischer Seite, oder hast du das mit dir selber alles ausmachen müssen? Es wurde mir angeboten, mehrere Male schon, aber ich bin nicht so der Typ. Ich habe immer dieses, ich glaube auch von meiner Mama, mitbekommen, dass ich alles alleine machen muss, alles alleine schaffen muss, alles alleine. Ich mache das schon irgendwie, ich schaffe das schon irgendwie. Deswegen, ja, der Krug geht so lang zum Brunnen, bis er bricht, sagt man aber auch. Also es stimmt schon, aber ich glaube, ich schaffe das schon sehr gut. Eben, dass ich über die ganzen Sachen rede, tut mir wirklich wahnsinnig gut. Auf jeden Fall, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ich habe es im zweiten Teil schon mal kurz angeschnitten, dann sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Deine Kindheit hast du erwähnt, dass die auch nicht die feinste war. Erzähl mal ein bisschen. Ja, angefangen hat es mit dem Papa. Also eigentlich, meine Mama hat einen nicht so guten Mann ausgewählt, aber verliebt, jung, ich kenne das ja von mir, ist dann eben schwanger geworden und da hat es dann angefangen mit, er hat sie geschlagen, immer wieder geschlagen, Alkohol getrunken, nicht wirklich Verantwortung übernommen, arbeiten sporadisch einmal, wenn wir Lust haben, ja. Dann hat er einmal auf uns hingehaut, da hat meine Mama sich dann getrennt. Dann ist weitergegangen mit dem Stiefgroßvater, der in der Nacht zu uns gekommen ist ins Kinderzimmer und seine sexuellen Fantasien befriedigt hat mit dem, was er gemacht hat. Ist aber detailliert im Buch beschrieben. Als Kind weißt du nicht, was da mit dir passiert. Du checkst das ja nicht. Du weißt nicht, ob das falsch ist oder richtig ist. Du weißt nur, da kommt jemand zu dir in der Nacht. Wahrscheinlich vermittelt, dass es so gehört. Genau, das so ist einfach spielerisch. Liebe. So spielerisch. Angreifen und ausgreifen, aber so mit Lachen und Lieb und in der Nacht heimlich, wo keiner was mitbekommt. Und
ja, dann der Stiefvater hat es probiert, aber das war das erste Mal, dass ich so mich gewehrt habe. Wann, ich wollte dich gerade fragen, wann hast du realisiert, dass das, was der Stiefgroßvater gemacht hat, sexueller Missbrauch war? Kann man eigentlich, so sagen? Ja, kann man schon so sagen. Mhm. 10, 11, 12, mhm. Ich war sehr reif mhm. für mein Alter. Und ja, wie das mit dem Stiefvater, ich habe dann eigentlich mit dem, über das auch nicht mehr nachgedacht, was mhm. da war, wie wir so klein waren. Mhm. Ich habe es auch nicht meiner Mutter erzählt, beide nicht, ich und mein Bruder nicht. Warum, kann ich nicht sagen. Dann das mit dem Stiefvater, der hat probiert, mich zu küssen im Bett meiner mhm. Eltern, also im Bett von meiner Mama. Mhm. Hat er mich am Rücken gelegt und hat mir die Zunge in den Mund gesteckt und ich habe ihn zurückgestoßen. Und da war das erste Mal, dass ich mich dann wirklich auch dagegen gewehrt mhm. habe. Und ich glaube, das hat mir auch so einen kleinen Schub gegeben, mhm. dass Kraft mhm. auf jeden Fall. Da war ich ca. 11, 12 und mit 13, 14 bin ich ausgezogen von zu Hause. Unter anderem, ich habe das erzählt, was er gemacht hat, der Stiefvater. Mhm. Mir wurde aber nicht geglaubt. Das ist leider oft das Problem. Leider ja. Gottes, mhm. ja. Und natürlich, wenn dann das ist, warum sollst du dann das andere erzählen, was vielleicht mhm. wird er da auch nicht geglaubt. Und deswegen, ich muss ehrlich sagen, bevor meine Mama gestorben ist, habe ich eigentlich vorgehabt, es ihr zu sagen. Mhm. Nur sie ist rapide, mhm. immer schlechter benannt gewesen. Deswegen mhm. habe ich mich da halt einfach zurückgehalten und ja, habe es nicht mehr mhm. erzählen können, weil sie tut dir das heute leid? Ja. Mhm. Was hättest du ihr gerne vieles noch gesagt? Vieles wäre, glaube ich, anders gewesen, wenn ich das gesagt hätte. Was wäre anders gewesen oder was ist passiert dadurch? Ich glaube, wenn ich es gesagt hätte, hätte sie mir Acht gegeben auf uns, weil mhm. es schon passiert ist. Mhm. Und dann wäre das mit dem Stiefvater vielleicht gar nicht vorgekommen. Mhm. Und ja, die Mama wäre vielleicht einfach aufmerksamer gewesen. Mhm. Dann wäre vielleicht gar nicht das passiert mit dem ersten Freund, mit dem zweiten Freund. Kann ich natürlich nicht mhm. sagen, aber vielleicht. Mhm. Also ich kann nur jedem sagen, macht den Mund auf, wenn so etwas passiert, mhm. wirklich. Aber wieso hast du dich nicht getraut, zu ihr zu gehen? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht eben gerade wegen diesem, du musst stark sein, du musst das alles selber aushalten. Obwohl, wie ich klein war, habe ich das mhm. noch nicht so gehabt. Ich kann es nicht sagen, warum. Ich und mein Bruder waren die Einzigen, die das gewusst haben. Das mhm. war immer so unser Geheimnis. Mhm. Ja, kein einfaches Geheimnis. Du konntest es deiner Mama nicht mehr erzählen. Wie hat deine Mutter, du hast schon gesagt, sie war natürlich ja. alles andere als glücklich, wie sie von deinem Beruf erfahren hat. Aber wie hast du ihr das überhaupt verklickert sozusagen? Gar nicht. Das war nicht ich. Mhm. Das war meine damalige Chefin beim Friseur, weil ich habe die Lehre abgebrochen. Mhm. wegen diesem Job, den ich machen wollte. Mhm. Und die Uli hat angerufen bei meiner Mama und hat ihr klipp und klar gesagt, was da gerade passiert, mhm. dass ich diesen Typen kennengelernt habe. Eben, um dich zu bewahren davor. Ja. Mhm. Nur, wenn du verliebt bist und du glaubst, das ist der Richtige, mhm. und deine Mama dir sagt, ich habe keine Hure erzogen, bla 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 bla, mhm. Und du sagst dann, lass mich mein Leben leben, sonst hast du keine Tochter mehr. Mhm. Lasst sie dich. Sie möchte dich ja nicht. Meine Mama mhm. war auch in ihrer Jugend mit 16, ist sie durch Österreich getourt und hat Zeitungen verkauft, so Abonnements. Mhm. Und meine Mama war selber auch so sehr früh selbstständig. Mhm. Und ich glaube, sie hat mich gelassen, um meine Erfahrungen zu machen und hat von hinten aufgepasst. Weil mhm. wenn irgendetwas war, mit ihm war sie sofort da. Mhm. Wenn ich um 3 in der Früh rausgeholt wurde von ihm, von mhm. unserer Wohnung. Meine Mama hat eine offene Tür für mich gehabt und ich Trottel bin halt immer wieder zurück und immer wieder. Mhm. Wie lange ist das gegangen? 6 Jahre war ich mit ihm. 6 Jahre warst du mit dem. Ja. Mit dem. Hast du seitdem wieder eine neue Beziehung geführt? Oder bist Beziehung du aktuell in einer Beziehung? Jetzt ja. Mhm. Und auch glücklich. Und ich muss sagen, er hat es nicht einfach mit mir, keine mhm. Frage, weil das Vertrauen ist nicht da Männern gegenüber. Ganz klar. Durch den Männern Job, oder durch dir gegenüber, dass man sagt, nein, du betrügst Männern. Du mich? Nein, nein, die Männer. Also mhm. ich habe in Männer. Achso, du hast kein Vertrauen in Männer. Ich ja. dachte jetzt von seiner nein, Seite her. Ich habe so gut wie mhm. kein Vertrauen oder sehr, sehr wenig. Also er hat sich das wirklich
verdienen müssen, dass ich ihm vertraue. Aber er ist wirklich brav. Ich arbeite jetzt bei ihm in der Firma als Sekretärin. Es ist so, wie ich es mir eigentlich wünsche. Wie ist er mit deiner Vergangenheit umgegangen, vice versa? Er weiß alles. Er geht super damit um. Von dem her, bei mir ist ganz wichtig, immer ehrlich zu sein. Das ist das Allerwichtigste für mich in einer Beziehung. Und ich habe von Anfang an gesagt, wenn er mit irgendwas ein Problem hat, dann muss er mir das sagen. Dann arbeite ich daran. Natürlich, wenn irgendwelche Fotos, ich habe Fotos gemacht für den Job, ganz klar. Wenn dann irgendwo Fotos auftauchen, die er vielleicht nicht so mag, ist es natürlich eine unangenehme Situation. Aber in der Firma weiß man da auch Bescheid? Jeder weiß Bescheid. Jeder weiß Bescheid. Sehr klar, ja. Jetzt überhaupt. Ja. Aber das ist einfach meine Geschichte. Ich kann nicht, was soll ich machen? Ich gehe damit so um und wenn mich jemand nicht mag, dann muss er nicht mit mir sein. Aber seine Familie geht super damit um, er geht super damit um, alle gehen super damit um, also von dem her. Wie sieht's aus? Bist du jemand, der sagt, ich plane Familie, selbst Kinder? Oder ist das nach deiner Geschichte etwas, wo du... Ich möchte keine. Du möchtest keine. Nein. Warum nicht? Ich habe meine Geschwister großgezogen. Also ich kenne das Windel wechseln, füttern in der Nacht, aufpassen, dass ich halt damals Schule, Haushalt, alles machen, alles gemacht habe. Ich habe das hinter mir. Ich habe dieses Gefühl, ich habe das hinter mir und ich habe jetzt zwei erwachsene Kinder zu Hause, die was jetzt selber die eine ein Baby bekommen hat. Von dem her, ich weiß nicht. Vielleicht ändert sich das noch, kann man nicht sagen, aber nein, jetzt nicht. Ja, stimmt, du hast quasi ein Mutterdasein schon hinter dir. Ja. Und ich helfe ihr natürlich mit der Kleinen, keine Frage, aber ich kann sie wieder zurückgeben und das ist mir schon sehr wichtig. Ich möchte keine eigenen. Ich habe zwei Hunde, die sind eh auch ein bisschen wie Kinder. Von dem her, nein, jetzt einmal nicht. Nein. Und ist es vielleicht auch ein bisschen, dass man sagt, ich weiß nicht, ich habe so viel Schlechtes auch von der Welt erfahren. Ja. Ich möchte keine Kinder in diese Welt setzen. Genau. Was, weil du gesagt hast, du hast kein Vertrauen in Männer. Ja. Wird sich das jemals bessern oder ändern? Ich hoffe es, aber befürchten tue ich, nein. Was ist das, der Abgrund an einem Mann für dich? Durch den Job siehst du erst, egal ob 18 Jungfrau oder 90 und eh nicht mehr können, alle gehen zu Damen, alle. In der Arbeitszeit, in der Pause, nach der Arbeit bin ich ins Geschäft gefahren, zu einem Juwelier, zu einem Krankenhaus. Also dieses, jeder Mann, oder für mich, jeder Mann geht zu einer Prostituierten. Und dieses Gefühl, dass der mich vielleicht betrügen könnte, ist so groß und so schlimm für mich. Das heißt, deswegen auch die Ehrlichkeit. Mein Mann muss wirklich ehrlich zu mir sein. Komme ich einmal drauf, dass der mich anlügt, dann ist das für mich erledigt. Und das ist einfach durch diesen Job so. Hat dein eigener Mann schon oder Freund schon Erfahrungen mit Prostituierten auch? Ja. Ja. Also auch da ist natürlich auch eine offene Wunde gleich einmal von Anfang an da, verstehe ich. Ja. Aber er ist sehr reif. Obwohl er jung ist, das ist mir auch sehr wichtig. Und ich glaube, der hat so viel gesehen, dass er da jetzt nicht das Gefühl hat, irgendwas verpasst zu haben. Deswegen bin ich auch diese Beziehung eingegangen. Pamela, was würdest du dir für deine Zukunft wünschen? Ein ruhiges Leben. Ein Häuschen mit meinem Freund, Mann. Vielleicht heiraten wir ja mal. Hunde. Wartest du auf einen Heiratsantrag? Nein. Das hätte man jetzt gleich irgendwie operieren können. Nein. Wenn es passiert, dann passiert es. Aber einfach ein ruhiges Leben. Ein harmonisches, schönes Zusammensein mit meinem Mann, ja. Könntest du dir vorstellen, wenn die Umstände dementsprechend sind, wieder mal in den Beruf zurückzugehen? Ganz ehrlich, wenn es mir wirklich den Boden und die Füße wegzieht und ich mit null dastehe, würde ich es machen, ja.
sage ich ganz offen und ehrlich. Weil es einfach immer wieder, also wenn jetzt habe ich eine gute Beziehung, mhm. es läuft gut finanziell, ich habe einen super Job, ich verdiene gut, mhm. Aber wenn ich das alles verlieren sollte und nichts mehr habe und ich brauche mhm. Geld zum Leben, mhm. dann ist das die schnellste Möglichkeit. Mhm. Es mhm. ist so. Mhm. Ja, sage ich offen und ehrlich, wenn es wirklich so weit kommt, dass mhm. ich vor dem Nichts stehe, dann würde ich es wahrscheinlich wieder machen. Aber wahrscheinlich nicht mehr als Nein. Domina Nein. mit Nie wieder. Special Nein. Wishes sozusagen. Ich danke dir ungemein für deine offene, ehrliche Art, dass du das alles so auch mit den Zusehern teilst. Ich weiß, da gehört viel dazu. Du sagst, es ist auch Therapie für dich, es ist auch gut, dass du es so empfindest. Ich wünsche dir das Allerbeste, Dankeschön. Dass dein Leben wirklich in ruhigen Bahnen ab jetzt verläuft. Ich wünsche dir einen Erfolgshit mit deinem Buch und vielleicht noch viele Folgebücher. Schauen wir mal. Ist was in Planung? Nein. In Planung ist auf nichts. Auf jeden Fall, Pamela, großartige Frau. Vielen Dank, dass Dankeschön. Du da warst. Und ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Du hast dich wohlgefühlt. Ja, ich habe mich sehr wohlgefühlt. Ja. Und ich danke auch Ihnen fürs Zusehen. Ich hoffe, Ihnen hat es genauso gut gefallen wie mir. Wir sehen uns demnächst wieder. Machen Sie es gut. Tschüss.